Heiligabend und immer noch kein Schnee. Wir sind hier in Feldsee und sehen keine einzige Schneeflocke, keinen einzigen Regenfall, nichts. Auch vom Himmel her sehen wir keine Wolken und auch keinen Schnee. Was sich die Frau Holle wohl dabei denkt, dass sie es nicht einmal an Heiligabend schneien lässt. Auch beim Krankenhaus ist alles still, sehr wenige Vorkommnisse und ebenfalls kein Schnee. Auch im anliegenden Geisterhaus sind keine bösen Geister, die irgendwelchen Schnee herbeiführen. Ob das noch etwas wird mit diesem Schnee an diesem Heiligabend? Auch im südlich gelegenen kleinen Dorf auf dem Markt ist auch kein Schnee zu sehen. Nur die Feuerwehr ist schon im Einsatz. Es scheint so, als sei der Brand wohl gelöscht worden. Was da wohl passiert ist, ob da die Kinder mit dem Feuer gespielt haben oder ob da der erste Weihnachtsbaum in Flammen aufgegangen ist, man weiß es nicht. Auch die Fabrikarbeiter erwarten sehnsüchtig weiße Weihnachten. Und im kleinen Örtchen Reichenbach gibt's ebenfalls keine einzige Schneeflocke. Doch, Moment, was ist das? Jetzt fängt es doch an zu schneien. Aber momentan ist es nur 1 Grad plus. Ob das wohl liegen bleibt, wir werden es im Laufe des Tages sehen. Aber endlich die ersten Schneeflocken. Es schneit und es schneit immer mehr und der Schnee bleibt sogar liegen. Jetzt sind die Temperaturen sogar auf minus 2 Grad gesunken. Und der Schnee kann somit erstmal liegen bleiben. Hoffentlich bleibt es den Rest des Tages so. Auch hier in Bonn hat es schon geschneit. Kein Mensch ist zu sehen, alle sind zu Hause und bereiten sich auf den Weihnachtsabend vor. Genauso wie der Weihnachtsmann, der hier schon, ja, in seinem Schlitten ist, dieses Jahr wohl, ja, anscheinend auf einem Zug. Ob er wohl so alle Geschenke mitbringt, das ist die Frage. Doch bald wird auch dieser Weihnachtsmann auf seine Reise gehen und allen von Bonn aus starten und somit allen die Geschenke geben. Und alle werden glücklich sein. Nun ist es Abend, alle Menschen sind glücklich und es schneit immer noch. Da kann ich nur sagen, fröhliche Weihnachten. Eine Woche später, am 31.12. zu Silvester, ist der Schnee leider schon wieder geschmolzen. Doch dafür haben wir ein schönes Feuerwerk.
Ja, meine lieben Modellbahn-Freunde, das war's auch schon für das Jahr 2018 von den Modellbahn Bros von uns auf diesem Kanal. Und ja, ich hoffe, das Jahr war sozusagen erfolgreich für uns auf jeden Fall. Und genau, dann wollte ich nur Bescheid sagen, dass das jetzt so abläuft, dass es dann im Januar gleich weitergeht mit neuen Videos von der Anlage, die wir jetzt draußen bauen. Und es wird 2019 auch eine zweite Anlage geben. Und zwar sind wir ja zu zweit bei den Modellbahn Bros. Ich bin Tim. Und dann gibt es ja noch den Jan, der aber ja nie in den Videos dabei ist, aber trotzdem beim Bauen mit dabei ist. Grüße gehen an der Stelle auf jeden Fall raus. Und die Anlage steht ja sozusagen bei mir. Und es wird eine kleinere Anlage auch noch bei ihm geben. Das wird ein zusätzliches großes Projekt. An der Anlage draußen wird aber natürlich auch noch einiges erweitert, sodass wir dann zwei Projekte am Laufen haben und auch noch Zuvorstellungsvideos und alles Mögliche wird kommen, sozusagen das im Jahr 2019. Ja, soweit erstmal der Plan und dann wünsche ich euch auf jeden Fall, beziehungsweise wünschen wir euch auf jeden Fall ein frohes Fest und schöne Weihnachtstage und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns natürlich dann nächstes Jahr hier gemeinsam auf unserem Kanal wieder. Und bis dahin, macht's gut und ciao. God bless me, even though I'm through sneezing, tonight we taking more shots than flu season.